Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, der Feind 2013. Wir befinden uns hier im 90er Jahre Classic GP Modus. Ich musste eben aufpassen, dass ich nicht 80er sag, weil wir dürfen jetzt 90 Autos fahren. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Ein Williams FW14 aus dem Jahr 1992, dann den Ferrari 92 F oder F92A aus dem Jahr 92, dann haben wir den Williams FW18B aus dem Jahr 1996, den Ferrari F310 aus dem Jahr 96, den Ferrari F399 aus dem Jahr 99 und den Williams FW21 aus dem Jahr 99 sowie den Williams FW14 aus 2, ach nee, hatten wir schon. Okay, gut, ich habe mich entschieden, ich will den FW18B nehmen und dort den Jacques Villeneuve ersetzen, um dann gegen Damon Hill zu fahren, wobei, ach komm, wir nehmen den Hill. Ich habe wenigstens ein gescheites Auto. Upsa, ich fahre die ganze Zeit gegens Mikro. Ich hoffe, man hört es nicht. Bum, bum. Super. So, also hier, Kamera, TV-Kamera. Dann kurzes Wochenende, Blitz-Qualifying. 5 Runden benutzerdefiniert, heißt ohne Rückblenden und das Ganze auf Profi. Wettereinstellungen sind dynamisch. Das wollen wir mal fortsetzen. Und dann wollen wir uns mal ein paar Strecken aussuchen. Ich habe mir überlegt, ich will das Ding nicht zu lang machen, weil, ja, keine Ahnung, also ich habe irgendwie nicht so einen Bock, so eine lange WM-Nummer zu fahren. Ich würde sagen, wir starten mal auf Imola. Fahren danach Brands Hatch. Dann würde ich gern mit euch noch Australien fahren. Nee. Kanada liebe ich, Großbritannien, Deutschland. Monza, also ich finde es jetzt Cherrypicking, was ich hier betreibe. Das gebe ich auch offen zu. Und Brasilien. Das sind die Strecken, die ich mit euch fahren will. Da haben wir 8 Strecken und das gibt ein relativ kurzes Projekt, weil ich will ja mit meiner Videoanzahl runter. Und ich will einfach nur mal so ein bisschen zeigen, was hier geht und so. Und deshalb machen wir da draußen ein kurzes Projekt. So, wir sind zu Gast in Imola im ersten Rennen. Was ist denn mit meinem Stuhl los? Warum fahre ich denn die ganze Zeit? Das ist, steht alles ein bisschen dappig hier. Ich muss mir mal echt ein anderes Setup hier besorgen. Das geht so nicht weiter. Gut, also wir starten auf Imola. Und versuchen hier mal ein schönes Rennen zu fahren. Na, lädt er heute auch nochmal? Der Nitro ihm mit Sonnenschirmchen. So, Autodromo, Enzo, Dino, die Ferrari oder sowas. International, keine Ahnung. Imola abgekürzt. Und hier nehmen wir so, ja, als Standard-Setup einfach ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Flügel. Schöne Höchstgeschwindigkeit mit ein bisschen mehr Flügel. Und dann hoffen wir mal drauf, dass wir hier ein gutes Qualifying fahren. Ich bin da mal ein bisschen leiser. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr ablenken. Da fährt man einfach konzentrierter. So, da geht's los. Da ist erst der Bremspunkt. Tja, und da haben wir schon wieder viel Zeit verloren, wie man sieht. Die Autos fahren sich aber auch. Ich weiß, wie man die Strecke fährt. Ich bin die schon gefahren. Schon öfter wie einmal. Ich finde, das ist eine hammergeile Strecke. Imola. Schade, dass die nicht mehr dabei ist. Die ist einfach zu unsicher geworden. So. Geh rum. Oh, ja. Ja, da schmeißen wir es weg in der vorletzten Kurve.
Warum lenkt er denn nicht ein? Mann! Da drehst du da am Lenkrad rum wie so ein Bekloppter. Glaubt ihr, der lenkt ein? Gibt's doch nicht hier. Immer wieder die gleichen Probleme. Weihnachtsgeld gibt's, glaube ich, ein neues Lenkrad. Mir reicht's. Ich habe echt langsam die Fresse voll hiervon. So, dann haben wir hier Nigel Mansell vor Villeneuve, vor Eddie Irvine, vor Damon Hill. Das sind ja wir. Vor Prost, vor Scheckter, vor Schumacher. Interessant, hier fährt Michael Schumacher und Ralf Schumacher mit. Vor David Coulthard, vor Berger, vor Alesi, vor Ralf Schumacher und vor Capelli. Und ihr seht, der FW 21 ist nicht unbedingt der schnellste. Also wir haben eigentlich, wir haben mit das schnellste Auto hier. Menzel und so weiter sind halt starke Fahrer. So, ich bin gespannt, wie es Rennen läuft. Wir gehen von ein bisschen weiter vorne aus hier ins Rennen. Wir lassen alles so, wie es ist. Und jetzt konzentrieren wir uns mal drauf, dass wir da keinen Crash bauen. Und dass wir da gut rumkommen, keine Fahrfehler machen und uns nicht wegdrehen und so ein Scheiß. Alles sowas brauchen wir heute nicht. Und dann schließen wir hoffentlich ein gutes Rennen ab. 3-Runden-Rennen habe ich hier schon massig gewonnen. So, ich gebe es zu, ist der zweite Versuch. Für euch den ersten, den ihr miterlebt. Ich habe heute ein Glück. Ohne Witz, ich habe heute ein Glück. Da startest du gut, da kommst du gut weg. Dann zwingt dich irgendeiner durch ein Bremsmanöver. Oh. Von der Strecke runter, ja. Und dann kriegst du doppelte Strafen. Und dann zerlegst dich total. Ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert heute. Ich habe heute einfach keinen Dusel, wie es so schön heißt. Es gibt Tage, da hat man einfach keinen Dusel. Alles, was schief gehen kann, geht da schief. So einen Tag habe ich heute irgendwie erwischt, was F1 angeht. So, und da haben wir es mal richtig gut gemacht. Und jetzt bleiben wir einfach mal relaxed. Ja, das ist dieser blöde Curb. Den hat mich eben erwischt und der hat mich schon mal von der Strecke getrieben und einfach in die Wand gesteckt. Ich fahre jetzt ruhig und relaxed, ist mir gerade wurscht, sollen die da hinten machen, was sie wollen. So, wir haben ja ein bisschen Vorsprung und wie es aussieht, also irgendwie ist das seltsam mit der KI hier. Da will ich nach dem Rennen mal was zu sagen. Ja, das ist ja meine Vermutung, die bestätigt sich ja fast. Also da werde ich nach dem Rennen definitiv mal was zu sagen. Wenn euch das auch aufgefallen ist, dann wird's interessant. Und wieder hier unten die Kontrolle verloren, ey. Dieser eine fucking Scheißkörper auf dieser Strecke. So, aber das Rennen läuft mal einigermaßen so, wie ich mir es erhoffe. Also normal für mich in diesem Auto. So, wir liegen gut, wir haben das restliche Feld abgehangen. Wir liegen auch vor Villeneuve, unserem Teamkollegen. Das ist der Einzige, der überhaupt mithalten kann.
wundert mich, dass der nicht angreift, so wie ich da um den Kurs schleiche. So, sind auch gut rausgekommen. Ja, wir werden immer schneller, das freut mich. Wow. So, jetzt wird er hinter uns ein bisschen angriffiger, der gute Chuck. Und da haben wir ihn dann schon wieder ein bisschen abgeschüttelt. Es ist halt sowas, wenn man vorne wegfährt, kann man all die Linien zumachen. Der andere muss erstmal vorbei und man selbst ist ja vorne. Hat somit recht gute Karten. So, und wir hängen die dann mal wieder schön ab. Wow. Da hat er jetzt aber brutal eingelenkt, der Kumpel. So, wir entwickeln wieder einen ganz guten Grip jetzt. Weniger Rutschgefahr irgendwie, warum auch immer. Tja, keine Ahnung, warum er da so... Meine Augen gehen mal kurz auf dem Display neben. Wie viele Runden sind es eigentlich noch? Und schon fahre ich neben der Strecke rum. Wie gesagt, wir fahren immer noch auf Profi. Wir haben jetzt nur einfach mal ein leistungsstarkes Auto. Und fahre eine Strecke, die ich einigermaßen beherrsche. Und schon sieht das Ganze hier ein bisschen anders aus. So, eine wirklich gute Runde und optimal gefahren war hier gar nichts dabei bis jetzt. Aber muss ja auch nicht sein, ne? Wenn man vorne fährt. Und ich meine, man sieht ja, wie wir den anderen hinter uns abhängen. Und das hat mich zu einer Überlegung gebracht. Dass hier das Ganze nicht mit rechten Dingen zugeht. Weil wenn ich mitten im Feld und fahre so, überhole ich keinen Gegner mehr. Das steht fest. Und das hat mich eben zur Überlegung gebracht, da ich gesagt habe, es scheint davon abzuhängen, wo man rumfährt und in welchem Auto, wie schnell die Konkurrenz unterwegs ist. Ja, ich meine, wir sind hier 4 Sekunden schneller gefahren wie Capelli im Ferrari 92A. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also ihr seht, wir haben uns definitiv hier ein gutes Auto ausgesucht, denn wir haben das Rennen direkt mal hier gepunktet. Tja. Geile Sache, da liegen wir in der WM dann auch schon vorne und mit 43 Punkten haben wir dann noch schon in der Team-WM direkt mal den FW21 hinter uns gelassen, der ja das modernere Auto ist. Und das ist was, ja, wie soll ich das sagen, also die haben eben diese komischen Räder,
Die haben diese komischen Reifen, genau wie die Ferrari F399, diese Rillenreifen. Und damit hast du einfach nicht so einen Grip. Das Auto fährt sich schwammiger, das Auto kann nicht so schnell. Und deshalb ist das hier schon so ein bisschen easygoing. Das war das erste Rennen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt gemerkt, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, dann kann ich ein bisschen konzentrierter fahren. Deshalb haben wir das hier endlich mal gescheit hier umgesetzt und mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Rennen hier in der Classic GP 90er WM auch wieder dabei. Und dann fahren wir ja noch auf ein paar anderen Strecken. Ja, und das wird mit Sicherheit recht interessant werden, wie wir da abschneiden. Weil es gibt ja auch Strecken, die mir besser liegen und Strecken, die mir schlechter liegen. Und Strecken, die im Auto besser liegen und Strecken, die im Auto schlechter liegen. Ich bin mal gespannt, hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye. Und jetzt gucken wir mal, ob es noch eine Sequenz gibt oder ob er weiterlegt. Ja, es gibt noch eine Jubelsequenz. Super, da jubeln wir. Faust hoch. Vettelfinger, nee. So, da haben wir Villeneuve. Da haben wir Hill. Schön zu erkennen, das Jahr. Und das war's.